Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Video von mir. Es gibt endlich meinen Lesemonat Dezember. Ich habe den Stapel hier schon auf dem Schoß bereit. Es kann sein, dass ich im Dezember eigentlich noch ein bis zwei Bücher lese, aber ich habe gesagt, die zähle ich jetzt einfach direkt mit in den Januar. Das heißt, ich zeige euch jetzt einfach die Bücher, die ich jetzt im Dezember alle gelesen habe. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt mega über diese Bücher zu quatschen, weil ich bin sehr, sehr, sehr happy mit diesem Monat, mit den Büchern, die ich gelesen habe. Es waren sehr viele Highlights dabei. Es waren auch manche dabei, die so ein bisschen lala waren, ein bisschen enttäuschende Bücher auch. Und ich freue mich jetzt sehr, euch über diese Bücher was zu erzählen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal. Falls ihr aber im Dezember auch ein Highlight mit dabei hattet, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Das interessiert mich immer sehr. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Buch. Nummer 1, ein englisches Romance-Buch, das ich mir bei der ganzen Black Friday-Aktion bestellt habe. Und dieses Buch habe ich so häufig bei englischsprachigen Booktubern entdeckt und ich kannte das noch gar nicht. Also ich finde, das ist ein Buch, das bei uns im deutschsprachigen Raum noch ziemlich unbekannt ist. Leider, denn es wurde für mich wirklich ein absolutes Highlight. Und zwar spreche ich von Indigo Rich. In diesem Buch geht es um die Protagonistin Winslow und sie zieht neu in das kleine Städtchen Quincy, denn dort lebt auch ihr Vater. Auf jeden Fall kommt sie neu in das Städtchen und sie ist dort die neue Police Department Chefin, sag ich mal. Sie übernimmt also von ihrem Vater diese ganze Station und muss sich da natürlich erstmal so ein bisschen behaupten, weil sie natürlich noch etwas jünger ist als die anderen älteren Herren, die dort arbeiten und jeder traut ihr das irgendwie nicht so richtig zu. Sie trifft auf jeden Fall an ihrem ersten Abend in dieser kleinen Stadt auf den grummeligen Griffin in einer Bar. Beide gehen davon aus, dass der jeweils andere nicht aus Quincy kommt, sondern irgendwie Tourist ist oder so, weil sie sich eben noch nie gesehen haben und beide sagen eben auch, dass sie eigentlich nicht von dort kommen. Deshalb haben sie einen One-Night-Stand zusammen. Dann stellt sich aber etwas später raus, dass die beiden doch in Quincy wohnen und es passiert etwas, wodurch sie immer wieder aufeinandertreffen. Denn bei der Ranch oder bei dem Anwesen von Griffin wird eine Leiche gefunden, eben bei Indigo Rich. Und jeder geht eben davon aus, dass es Selbstmord war. Aber für Winslow passen diese Dinge dann nicht ganz zusammen und irgendwie, irgendwas sagt ihr, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und sie als neue Polizeichefin setzt sich da so ein bisschen dahinter und möchte eben mehr herausfinden. Ich fand dieses Buch unglaublich spannend. Ich liebe es einfach, wenn Romance so ein bisschen mit Thriller-Elementen irgendwie zusammen ist. Es war jetzt kein Thriller in dem Sinne, dass es wirklich die ganze Zeit so gruselig war. Aber es gab eben neben der Romance, sag ich mal, noch einen anderen Faktor, warum man an dieser Geschichte immer dranbleiben wollte, warum man wissen wollte, wie es weitergeht. Und das hat mir so unglaublich gut gefallen. Gleichzeitig ist es eben wirklich so Smalltown-Romance. Jeder kennt jeden. Irgendwie dieses Idyllische, diese Atmosphäre kommt in diesem Buch so gut rüber. Und es ist auch eine Reihe. Das heißt, ich werde mir den zweiten Teil jetzt auch echt bald bestellen. Da geht es dann um die Brüder von Griffin, die eben also alle Eden heißen, deshalb die Edens. Ja, ich freue mich sehr, was ich in diesem Buch mochte. Es war einfach abwechslungsreich, es war nicht so spicy, also es war nicht so dieser Fokus nur auf diesem Körperlichen, sondern es hatte wirklich Handlung, es hatte wirklich Sinn und man wusste wirklich bis zum Ende nicht, worauf das Ganze eben hinauslaufen würde. Also es war wirklich spannend bis zum Ende, ich kann es sehr empfehlen, es ist wirklich gut verständlich. Leider wurde die Reihe noch nicht ins Deutsche übersetzt, wenn ich richtig informiert bin. Es gibt so viele englische Bücher, die wirklich mal ins Deutsche übersetzt werden sollten. Vielleicht kommt es noch, weil, wie gesagt, es ist zwar schon ein gehyptes Buch in Amerika, aber irgendwie bei uns noch nicht so bekannt, finde ich. Also falls ihr mal was Neues lesen wollt, dann kann ich das hier sehr, sehr, sehr empfehlen. Dann habe ich auch im Dezember eine Reihe beendet und ich bin froh, dass ich es wirklich noch geschafft habe, weil ich habe es mir auch echt vorgenommen. Und zwar The Blood Trader habe ich gelesen. Das ist der dritte Teil von The Prison Healer, also von dieser Reihe. Und ich war super gespannt auf diesen Teil. Ich kann hier natürlich nicht viel zum Inhalt verraten. Über den ersten Teil habe ich jetzt auch echt schon häufig geredet, glaube ich. Es ist ein Fantasy-Buch. Es geht um eine Protagonistin, die eben in einem Gefängnis gefangen ist und dort die Position der Heilerin, sag ich mal, einnimmt. Also sie kümmert sich eben um die ganzen Insassen aus dem Gefängnis. Dann wird eine Frau eingeliefert und sie bekommt die Nachricht von ihrer Familie außerhalb, dass sie diese Frau auf jeden Fall am Leben erhalten soll. Was sich nicht als ganz leicht herausstellt, denn diese Frau ist wirklich sehr, sehr schwer krank, kaum ansprechbar und liegt irgendwie eigentlich halbtot nur noch in diesem Zimmer. Das Problem ist, dass diese Frau eine sehr schwere Verbrecherin anscheinend ist, denn sie soll bei den Trials teilnehmen, die bisher noch keiner überlebt hat, weil man eigentlich irgendwie Magie dazu braucht, diese zu überleben. Und eigentlich hat kein normaler Mensch, sag ich mal, Magie. Also sie sind extra so ausgelegt, dass man
bei diesen Trials eben stirbt. Und Kiva, die Protagonistin, weiß aber, wie gesagt, sie soll diese Frau am Leben erhalten. Deshalb bleibt ihr keine andere Wahl, als selbst bei diesen Trials teilzunehmen, um diese Frau sozusagen zu retten. Und darum geht es im ersten Teil. Und im zweiten und im dritten breitet sich die Geschichte, sag ich mal, noch viel, viel, viel weiter aus. Es geht aus dem Gefängnis, sag ich mal. Die ganze Welt ist da eben irgendwie mit einbezogen. Also es ist unglaublich spannend, sehr abwechslungsreich. Eine Reihe, wo wirklich jeder Teil gut war. Nicht, dass man beim zweiten Teil gedacht hat, okay, das ist so ein bisschen ein Zwischenteil, den man halt gebraucht hat, aber irgendwie sehr langweilig, sondern ich fand wirklich, jeder Teil war von vorne bis hinten spannend. Man wusste nicht, wo es hingeht. Man wusste eben diese ganzen Intrigen oder die ganzen Dinge, die verheimlicht werden, wusste man als Leser teilweise, teilweise auch nicht. Und man hat immer mehr rausgefunden. Und es ist einfach so spannend und unterhaltsam. Also wirklich eine grandiose Fantasy-Reihe, finde ich. Genau die richtige Menge an Fantasy-Elementen, sag ich mal, für mich, die ja jetzt nicht so mega High-Fantasy-Fan oder also High-Fantasy, da kann ich jetzt nicht mit allem was anfangen. Aber das war echt eine Reihe, die hat mich begeistert. Ich habe sie sehr geliebt. Teil 1 und 2 gibt es übrigens auch schon auf Deutsch, glücklicherweise. Der dritte Teil wird logischerweise auch noch übersetzt. Ich glaube, der ist aber noch nicht erschienen, wenn ich richtig informiert bin. Aber ja, also wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Reihe. Dann habe ich im Dezember auch endlich noch Nachmittage gelesen von Ferdinand von Schirach, das ich mir ja auch schon viel, viel früher eigentlich vorgenommen hatte. Jetzt bin ich endlich dazu gekommen und ich kann nur sagen, es war genau so gut, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich es mir erhofft habe. Es war einfach Unterhaltung pur. Hier ist es wieder so ähnlich wie bei dem Buch Kaffee und Zigaretten. Also es ist ein persönlicheres Buch von Schirach, wo er auch, soweit ich weiß, von eigenen Erfahrungen erzählt. Ich finde, es kommt nicht so 100% raus, ob all das, was er in diesen Büchern schreibt, auch genauso passiert ist. Ich glaube schon, weil er schreibt eben wirklich auch oft aus der Ich-Perspektive, schreibt, wie er verschiedene Menschen auf Lesereisen getroffen hat, was da dann für Geschichten sich entwickelt haben, sag ich mal, was für Dinge ans Licht kamen und so weiter. Manche Geschichten sind echt dabei, wo man sich denkt, das kann nicht sein, dass das passiert ist. Das kann einfach nicht sein. Das ist so abgedreht, dass das einfach nicht real sein kann. Aber ich glaube eigentlich schon, dass er in diesen Büchern wirklich von Erfahrungen schreibt. Weil hinten drauf steht eben auch wirklich, dass Schirach, also Ferdinand von Schirach, der Erzähler ist. Und wenn er dann in dem Buch aus der Ich-Perspektive schreibt und eben auch von davon schreibt, dass er zum Beispiel in einem Verlagshaus gelebt hat, in einem anderen Land oder sowas, vor allem wo sein Buch veröffentlicht wurde, dann wirkt das ja schon irgendwie alles echt, ne? Von daher, ja, ich fand es wirklich, wirklich gut. Was ich an diesen Büchern auch wirklich einfach liebe, ist, dass es einfach kleine Kapitel sind. Es sind einfach unterschiedliche Geschichten, manchmal 20 Seiten lang, manchmal 1,5 Seiten lang. Und jede einzelne Geschichte hat es wirklich in sich. Es sind immer so die letzten paar Sätze, die nochmal alles in eine andere Richtung gehen lassen, wo man nur so denkt, so, wie kann das sein? Wie kann das sein? Das ist einfach unfassbar. Also ich finde seine Bücher wirklich einfach so inspirierend irgendwie und so anders, dass es jedes Mal wirklich ein Erlebnis ist beim Lesen. Von daher kann ich auch Nachmittage wirklich sehr empfehlen, wie alle seine Bücher. Ich würde, wenn ihr noch nie was von ihm gelesen habt, eher mit Verbrechen oder Strafe beginnen. Das sind Bücher, wo er von unterschiedlichen Fällen erzählt. Er ist ja auch Strafverteidiger, soweit ich weiß, oder Anwalt. Strafverteidiger, Anwalt. Und das ist auch einfach super interessant. Und ich finde, da lernt man ihn als Person schon so ein bisschen kennen. Und das hier sind, wie gesagt, seine persönlicheren Bücher, was ich irgendwie einfach spannender finde, wenn man schon so ein bisschen was anderes von ihm gelesen hat. Aber das ist nur eine persönliche Meinung. Ich werde auch mit dem starten. Versteht man trotzdem logischerweise auch alles. Aber ja, wirklich grandios. Dann machen wir weiter mit einem englischen Buch, wo das Cover, naja, nicht ganz jugendfrei ist, sagen wir mal so. Und zwar spreche ich von Home Game. Das ist echt so ein Buch. Ich habe mich so lange gefragt, soll ich es mir wirklich bestellen? Möchte ich es also einfach als E-Book lesen oder hole ich es mir wirklich als Buch? Weil ganz ehrlich, ich verstehe es nicht, warum man solche Cover wählt. Es ist ein englisches Buch. Ich finde, im Englischen gibt es da echt so eine Sparte, wo viele, viele Bücher, gerade die Sport-Romance-Bücher, immer irgendwie einen halbnackten Typen auf dem Cover haben müssen. Und ich finde, das wird einfach der Geschichte überhaupt nicht gerecht, so gar nicht. Deshalb finde ich es echt schade. Aber die Bewertungen waren so unglaublich gut und die Geschichte klang so gut, dass ich es mir dann doch wirklich gekauft habe, weil ich dachte mir, wenn es mir dann unglaublich gut gefällt und ich habe nur das E-Book, dann ärgere ich mich. Jetzt habe ich es und ich bin froh, dass ich es habe, denn es wurde wirklich irgendwie ein Highlight des Jahres. In diesem Buch geht es um die Protagonistin, deren Name ich nicht kenne, weil hinten nur ich draufsteht. Hieß sie Zoe? Ich glaube, sie hieß Zoe.
In diesem Buch geht es um Zoe und um Ryan. Ryan ist ein sehr bekannter Hockeyspieler eben. Er ist wirklich sehr berühmt, sehr bekannt, sehr erfolgreich. Und er sitzt eines Tages in einem Café und möchte seine Steuer machen. Er kommt damit überhaupt nicht zurecht. Er macht das eigentlich sehr, sehr ungerne. Und er bekommt dann Hilfe, unerwartete Hilfe von einer jungen Frau, sag ich mal, die neben ihm sitzt und die ihm erklärt, wie er das alles machen soll. So kommen sie eben ein bisschen ins Gespräch. Das ist eben auch Zoe. Zoe ist 20, er ist 25, nur so am Rande. Ich dachte am Anfang irgendwie, der Age Gap wäre noch größer, was mich dann schon wieder ein bisschen genervt hat, aber 20, 25 ist okay. Und genau, so lernen die sich ein bisschen kennen und dann wird es eben auch etwas später am Tag und Ryan beschließt, Zoe eben danach noch nach Hause zu fahren. Wirklich einfach nur nach Hause fahren. Er hat keine Hintergedanken oder sonst irgendwie was, aber er möchte sich eben einfach bedanken, weil sie ihm geholfen hat. Und sie macht die ganze Zeit schon so ein bisschen Stress, dass sie eben auf jeden Fall um 8 zu Hause sein muss, weil sie sagt nicht warum, aber das ist auf jeden Fall ihre zeitliche Grenze. Jetzt ist es auf jeden Fall nach 8 und Ryan möchte sie nach Hause fahren und sie halten dann an einem Homeless-Shelter und Zoe ist zu spät dran, sie wird nicht mehr reingelassen und das bedeutet für sie, dass sie eigentlich die Nacht auf der Straße verbringen muss. Denn wie gesagt, sie ist homeless, sie hat kein Zuhause und sie schlägt sich einfach irgendwie so durch. Ryan beobachtet das aus dem Auto und sagt, okay, er kann sie jetzt nicht einfach da auf der Straße sitzen lassen, weil es ist ja auch seine Schuld, dass sie eben nicht pünktlich nach Hause gekommen ist. Und so nimmt er sie kurzerhand mit zu sich selbst in das Apartment. Und ihr müsst euch das vorstellen, Zoe ist natürlich total nicht verängstigt, aber sie vertraut keinem. Also geht die ganze Zeit davon aus, dass er sie irgendwie ins Bett bringen möchte oder dass er irgendwie Hintergedanken hat und so weiter. Und das könnte man ja irgendwie so erwarten, ne, dass das dann super schnell geht und beiden verlieben sich irgendwie. Und das war aber nicht so. Und das fand ich gerade so unglaublich gut an diesem Buch. Es hat sich ganz langsam und wirklich realistisch aufgebaut. Die beiden haben sich als Freunde kennengelernt. Beide haben sich unterstützt. Sie hilft ihm dann. Er hilft ihr, wo er kann. Und er sagt, okay, er hat das Geld, er hat den Platz, warum sollte er ihr nicht helfen? Sie fühlt sich bei allem natürlich total schlecht, weil sie eigentlich keine Hilfe annehmen möchte. Sie fühlt sich dann die ganze Zeit so, als würde sie in seiner Schuld stehen und macht sich da schon Gedanken, wie sie aus diesem ganzen Schuldenberg wieder rauskommen soll. Und ja, so entwickelt sich einfach diese Geschichte und langsam taut sie eben so ein bisschen auf. Und auch er merkt, dass er sie eigentlich total gerne hat. Aber wirklich auf keine plumpe Art und Weise. Und auch dieses Machtgefälle, sag ich mal, das zwischen den beiden natürlich irgendwie herrscht, weil er holt sie von der Straße. Das wird in dem Buch wirklich auch thematisiert und abgebaut und so gut umgesetzt, wirklich. Es war einfach nur Hammer. Ich habe es so unglaublich gerne gelesen. Es war wirklich grandios. Ich kann es sehr empfehlen. Es ist einfach ein Buch, was dem Cover nicht gerecht wird und was eigentlich so eine tolle Liebesgeschichte ist, die so viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Ja, das war Home Game und ich habe es wirklich sehr geliebt. Geht es weiter mit Schweig. Dieses Buch hat mir meine Schwester rausgesucht für diesen Monat bei Bookopoly. Sie hat gesagt, ich soll das lesen. Ich war mäßig begeistert. Ich hatte ehrlich gesagt keine Lust drauf. Aber sie hat gesagt, es ist dieses Buch, also ist es dieses Buch. Und dann war ich auch total verwundert, weil echt einige von euch auch in den Kommentaren geschrieben haben, dass sie das Buch total gerne mochten. Ich wusste überhaupt nicht, dass das so bekannt ist, aber irgendwie haben es echt einige schon gelesen. Von daher dachte ich mir, okay, dann setze ich mich jetzt wirklich mal hin und lese es. Ich habe es jetzt letztendlich als Hörbuch gehört, denn ich habe im Dezember ein Puzzle gemacht innerhalb von 2 Tagen und habe in diesen 2 Tagen wirklich durchgehend Hörbuch gehört. So auch dieses Buch hier. Gab es nämlich auf BookBeat, habe ich natürlich direkt genutzt. BookBeat, der Link ist in der Bio. Ihr könnt 2 ganze Monate BookBeat gratis testen, falls ihr jetzt zum Beispiel noch Ferien habt oder es wirklich immer noch nicht ausprobiert habt, dann nutzt den Link total gerne. Es ist einfach eine unglaublich tolle Plattform. Es gibt so viel aktuelle Auswahl. Ich kann es nur immer wieder sagen, dass ich BookBeat wirklich liebe und nicht mehr ohne diese App könnte, weil ich einfach Hörbücher so unglaublich praktisch finde, gerade wenn man unterwegs ist, wenn man, wie gesagt, puzzelt, wenn man einfach eine Tätigkeit macht oder mein Bookjournal, da saß ich jetzt stundenlang dran und habe einfach währenddessen ein Hörbuch gehört, richtig entspannt und es macht einfach so unglaublich Spaß. Von daher, Link ist in der Bio oder nutzt den Code Bookaholic, funktioniert beides, da könnt ihr es 2 Monate gratis testen. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, als ich dieses Buch dort gesehen habe. Hab's mir angehört. Es ist eine Art Familiendrama. Es steht zwar Thriller drauf, ich finde, es ist aber nicht so unglaublich gruselig. Auf jeden Fall geht es um 2 Schwestern, die sich eigentlich fast nicht mehr sehen. Denn die eine Schwester wohnt im Wald, völlig abgelegen, weil sie wirklich einfach keine Lust mehr auf Menschen hat. Sie möchte einfach für sich sein. Und die andere Schwester wohnt mit ihrer Familie ganz normal in der Stadt. Und die eine Schwester in der Stadt besucht eben kurz vor Weihnachten ihre Schwester im Wald, weil sie sich eben immer Sorgen um sie macht, dass sie sich irgendwie da was antut
Buch und so weiter. Und nach erfahren wir immer mehr über beide Schwestern. Es wird aus beiden Blickwinkeln, sag ich mal, abwechselnd erzählt. Wirklich immer so kapitelweise. Ein paar sagen die, dann kommt die andere. Esther und Sue heißen sie übrigens. Und genau, so lernen wir beide Seiten besser kennen. Und auch wenn wir beide Seiten kennenlernen, wissen wir bis zum Ende aber nicht, welche Schwester der beiden, jetzt sag ich mal, so ein bisschen verrückt ist, sag ich mal, welche Schwester der anderen was vormacht. Man hat natürlich immer Vermutungen und ob sich diese dann bewahrheiten oder ob man völlig falsch liegt, das erfährt man dann am Ende des Buches. Ich fand, das Ende war wirklich, wirklich gut. Damit hätte ich nicht so gerechnet. Es war schon echt psycho, also wo man sich so dachte, what is happening? Zwischenzeitlich hat es mich ein bisschen angestrengt, weil es schon sehr, sehr, sehr lange immer so hin und her und hin und her. Und ich dachte mir, zu was kommt das irgendwie? Was ist der ausschlaggebende Punkt, wo irgendwie wirklich was passiert, sag ich mal? Aber es hat sich wirklich gelohnt. Also ich bin froh, dass ich es jetzt im Dezember gelesen habe, dass ihr es mir empfohlen habt. Und ich finde, es ist definitiv ein Buch, was man gut weiterempfehlen kann. Wie gesagt, eher so ein bisschen Familiendrama, aber trotzdem mit so ein bisschen Psycho-Thriller-Elementen. Aber wirklich, wirklich gut. Also ich mochte es. Dann habe ich im Dezember eine andere Dilogie beendet. Und zwar Welch grausames Ende. Das ist ja der zweite Teil von Welch grausame Gnade. Das ist hier nicht mehr mit drin. Das sieht eigentlich genauso aus, nur in schwarz. Und ich mochte diese Dilogie wirklich sehr, sehr gerne. Das war ja eine Reihe, wo die Meinungen schon so ein bisschen auseinander gingen. Aber ich muss sagen, mir hat sie irgendwie gefallen. Es geht ja um zwei befeindete Clans. Es spielt in Shanghai und die jeweiligen Kinder der Anführer der beiden Clans, also Juliette und Roma, die beiden waren mal ein Liebespaar. Und jetzt müssen sie gezwungenermaßen auch geheim wieder so ein bisschen zusammenarbeiten. Denn in Shanghai bricht eine Krankheit aus, die alle Leute in den Wahnsinn treibt und die bewirkt, dass die Leute sich dann selbst irgendwie umbringen. Also ja, sich selbst umbringen. Und das muss eben aufgehalten werden. Das passiert im ersten Teil und im zweiten Teil geht es dann weiter, sag ich mal. Ich finde, der zweite Teil war wirklich deutlich besser als der erste nochmal. Einfach, weil hier viel, viel mehr passiert ist, viel mehr Action dabei war. Ich finde es immer entspannt, wenn man einfach die Charaktere schon kennt und dann direkt so wieder in eine neue Geschichte einsteigen kann, ohne dieses ganze, wer ist wer, wer kennt irgendwie wen und das alles eben erklären zu müssen. Hier bin ich sofort reingekommen. Hab's total gerne gelesen. Das war übrigens auch eins, was ich beim Puzzeln als Hörbuch gehört habe. Aber sehr, sehr, sehr gut. Ich mochte es total und bin jetzt sehr gespannt auf die nächste Reihe von der Autorin, die nächstes Jahr auch auf Deutsch erscheint, zumindest der erste Teil, auf den ich mich sehr freue. Und ja, also ich kann es empfehlen. Falls ihr die Reihe gelesen habt, dann sagt gerne mal, wie es euch gefallen hat. Weil wie gesagt, die Meinungen gehen auseinander, was ich auch verstehen kann, denn der Schreibstil ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ein bisschen eher distanziert, nicht so mega emotional, aber irgendwie hat mich das nicht gestört. Ich fand es sehr außergewöhnlich und ja, mochte es sehr. Dann habe ich diesen Monat auch zwei Holiday Romances gelesen, also zwei weihnachtliche Bücher und ich mochte sie beide sehr, sehr gerne. Das hier mochte ich ein bisschen mehr und zwar Faking Christmas. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist es eine Fake Dating Story und zwar geht es um die Protagonistin, wie hieß sie? Irgendwie haben die was, dass immer hinten drauf der Klappentext mit aus der Ich-Form geschrieben wird. Ich weiß gar nicht warum. Das ist irgendwie so ein typisches englisches Ding. In diesem Buch geht es um die Protagonistin Olive, die jetzt über die Weihnachtsfeiertage mit ihrer Familie nach Vermont fährt, um dort in so einem winterlichen, sag ich mal, wie nennt man das? Das ist eben so ein kleines Dörfchen, sag ich mal, mit ganz verschiedenen Cottages drauf, wo man sich als Familie einfach einmieten kann. Also da wohnen dann ganz viele Leute zusammen. Es gibt eben verschiedene weihnachtliche Aktionen, die man machen kann und so weiter. Also so wie so ein Feriendomizil irgendwie auch. Und dort fahren sie jetzt eben hin. Olive erfährt dann, dass ihre Familie auch ihren Ex-Freund und seine Familie eingeladen hat. Und sie ist davon natürlich überhaupt nicht begeistert, weil sie sich wirklich mit diesem Ex-Freund einfach nicht gut versteht und sie hat gar keine Lust, jetzt über die Weihnachtsfeiertage irgendwie auch noch wieder verkuppelt zu werden und so weiter. Deshalb sagt sie kurzerhand, dass sie eigentlich schon einen Freund hat, den sie datet und deshalb eben keinen anderen mehr braucht.
Der erste Name, der ihr da spontan einfällt, ist Miles. Und Miles ist ihr Co-Worker. Also sie ist Lehrerin, Miles ist Lehrer. Und die lustige Sache an der Sache ist eben, dass sie sich eigentlich dort in der Schule überhaupt nicht verstehen. Die ärgern sich immer so ein bisschen gegenseitig. Beide sind Englischlehrer an dieser Schule. Und sie sieht in ihm so ein bisschen Konkurrenz, weil die Schüler ihn alle so gerne haben und so weiter. Und ja, so ist das. Trotzdem ist das der erste Name, der ihr einfällt. Dann geht es so ein bisschen weiter und plötzlich steht dort in Vermont Miles dieser Familie gegenüber. Und es stellt sich heraus, dass Miles Familie dieses ganze Cottage-Dings dort gehört und er eben dort auch immer die Weihnachtsfeiertage verbringt. Und so kommt es eben dazu, dass die beiden sozusagen tun müssen, als wären sie zusammen. Und ich finde, es war hier so unglaublich süß umgesetzt. Ich mochte es richtig, richtig gerne. Das ist eine sogenannte Closed-Door-Romance. Das bedeutet, dass es keine expliziten Spicy-Szenen in diesem Buch gibt. Alles, was passiert sozusagen, passiert hinter geschlossenen Türen, dass man es einfach nicht, sag ich mal, explizit vorgetragen bekommt. Aber ich fand das so unglaublich gut in diesem Buch. Es hat perfekt dazu gepasst. Dadurch kam eben auch hier wieder viel mehr von dieser emotionalen Bindung raus. Diese Familiendynamik, sie eben mit ihrer Schwester, die Schwester mit ihrer Familie, die Eltern. Alles total schön, festlich, aber irgendwie auch chaotisch umgesetzt und es war einfach wirklich toll. Also ich habe es sehr gerne gelesen. Falls ihr da immer noch Lust drauf habt, obwohl jetzt Weihnachten vorbei ist, kann ich sehr empfehlen, wenn nicht dann für nächstes Jahr. Es war einfach ein richtig tolles Buch. Also wirklich ganz toll. Und das andere Holiday Romance Buch war Holiday Romance. Sehr kreativer Titel. Das mochte ich auch ziemlich gerne. Nicht ganz so gerne wie Faking Christmas, glaube ich, obwohl das hier auch wirklich unterhaltsam war. Hier geht es nämlich um Molly und um, wie hieß er, Andrew. Molly und Andrew, und die beiden kennen sich schon seit 10 Jahren, glaube ich. Und eigentlich treffen sie sich immer nur kurz vor Weihnachten, weil sie beide aus Amerika zurück nach Hause nach Irland fliegen. Und sie nehmen eben immer den gleichen Flug und das ist eigentlich das einzige Mal im Jahr, wo sie sich sehen. Jetzt ist es eben wieder soweit, dass der Flug nach Hause ansteht. Andrew liebt Weihnachten. Er ist so eine richtige festive Person. Er findet alles daran toll. Molly eher weniger, aber ja, sie strengt sich eben an, diese Begeisterung aufzubringen. Auf jeden Fall ist diesmal alles ein bisschen anders, denn ein Schneesturm steht an, beziehungsweise wütet über Amerika und die Flugzeuge können nicht fliegen. Und für Molly ist das jetzt nicht kein Weltuntergang. Sie sagt, okay, dann warten wir halt bla und bla. Aber sie merkt eben, dass es Andrew richtig zu schaffen macht, weil Andrew unbedingt an Weihnachten eben zu Hause bei seiner Familie sein möchte. Und so beschließt sie eben, Andrew sicher bis zum 24. nach Hause zu bringen. Und sie entwickelt einen Plan, wie sie das schaffen, über Umwege, über Züge, über Boote, also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und so beginnt dann, sag ich mal, ein Wettlauf gegen die Zeit, ob sie es eben pünktlich bis nach Weihnachten nach Hause, nach Irland schaffen. Und es war wirklich eine sehr, sehr, sehr süße, sehr realistische und authentische Weihnachtsgeschichte, finde ich. Es kam total gut rüber, wie die beiden sich nach und nach besser kennenlernen, obwohl sie sich eben schon so lange kennenlernen. Was ich hier cool fand, es gab immer wieder so ein paar Flashbacks zurück zu den Flügen vor 10 Jahren, vor 9 Jahren, vor 8 Jahren, dass sie immer so ein bisschen mehr mitbekommen, wie sich ihre Beziehung über die Jahre auch verändert hat. Auch wenn sie sich immer nur so kurz gesehen haben, sag ich mal. War richtig, richtig toll gemacht. Auch hier super viel mit Nebencharakteren gearbeitet, was ich immer sehr wichtig finde, einfach, dass die Geschichte so ein bisschen mehr Tiefe bekommt, irgendwie so ein bisschen mehr außerhalb passiert und so weiter. Und es war einfach so eine süße Geschichte, weil man hier einfach merkt, wie die Gefühle, die vielleicht schon länger da waren, innerhalb diesen 2, 3 Tagen immer mehr so hervorkommen. Also ich mochte es sehr gerne, es war unglaublich cute. Auch das hier ist jetzt kein Spicy-Buch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es eine Szene gab, ich bin mir gerade gar nicht mehr ganz sicher. Aber es geht eben hauptsächlich wirklich um das ganze Drumherum. Also für Weihnachten wirklich ein sehr schönes Buch. Weiter geht es mit Dark Ivy von Nicola Hotel. Und dieses Buch, auf dieses Buch habe ich mich so lange wirklich schon gefreut, weil ihr wisst, Nicola Hotel ist wirklich eine meiner Lieblings-New Adult-Autorinnen im deutschsprachigen Bereich. Ich finde ihre Bücher so unglaublich gut. Das ist ja zum Beispiel Ever und Blue oder It Was Always You und It Was Always Love, hier diese beiden oberen Dilogien. Und jetzt gibt es eben Dark Ivy. Und ich war super gespannt. Es wird ja als Dark Academia so ein bisschen betitelt und es ist auf jeden
jeden Fall ein unglaublich schönes gestaltetes Buch, auch innen drin mit Blackout Poetry, das ich tatsächlich bis dahin überhaupt nicht kannte. Aber was einfach beim Lesen total viel Spaß gemacht hat, das immer dann zu sehen. Sehr außergewöhnlich und allein deshalb lohnt es sich, finde ich auch schon. In diesem Buch ging es um die Protagonistin Eden Collins. Und sie möchte auf ihrer neuen Schule in Schottland, ist das in Schottland? Auf jeden Fall an der Woodford Academy, möchte sie eben neue Freunde finden, neu starten. Sie hat ein Stipendium bekommen, fühlt sich da zwar nicht ganz so wohl, sag ich mal, weil sie einfach total untypisch und anders ist als die ganzen, die eben dort auf die Schule gehen. Alles sind eigentlich eher so reiche Leute, sag ich mal, und sie eben nicht. Und sie möchte aber eben einfach da neue Freunde finden. Das Ganze stellt sich aber als schwierig heraus, denn direkt bei der ersten Stunde bekommt sie fast eine Panikattacke, weil sie ein soziales Experiment machen und sie so an ihre Geheimnisse wieder erinnert wird. Und dort lernt sie auf jeden Fall auch William Grantham den Dritten kennen. Und die beiden freunden sich so ein bisschen an und öffnen sich und lernen sich einfach ein bisschen besser kennen. Ja, das ist eigentlich so der Inhalt von dem Buch. Und ich war sehr gespannt und ich habe wirklich gedacht, Nicolas Hotel kann einfach alles schreiben und ich würde es lieben. Ich finde, dieses Buch war ganz gut. Also auch hier die Meinung. Ich habe schon ganz unterschiedliche Meinungen gehört. Ich habe schon gehört, dass Leute richtig enttäuscht waren. Und ich habe schon von vielen gehört, dass sie es geliebt haben. Ich bin so ein bisschen zwischendrin. Ich mochte es insgesamt gerne. Ich habe jetzt nicht mega viel dran auszusetzen. Es gab nicht viel, was mich mega gestört hat, außer das Ende. Ich finde, das Ende war so ein Ende, wo wirklich nicht hätte sein müssen, weil es einfach ein mieser, riesiger Cliffhanger ist, der eben, wo man den zweiten Teil auf jeden Fall weiterlesen möchte. Und trotzdem hat der Cliffhanger irgendwie überhaupt nicht dahin gepasst, meiner Meinung nach. Das war irgendwie einfach so, der kam so plötzlich und war so riesig. Und jetzt ist man so, okay, jetzt warte ich, bis da irgendwann Teil 2 erscheint. Das fand ich irgendwie einfach nicht so gut gelöst. Ich bin einfach nicht so der Fan von Cliffhangern, keine Ahnung. Aber sonst die Geschichte bis dahin mochte ich eigentlich gerne. Ich fand es interessant, was für, sag ich mal, Geheimnisse sie hier hat und was sie im Buch auch verarbeitet. Ich mochte den männlichen Protagonist sehr gerne. Seine Familie war toll. Einfach mal so ein richtiger netter Typ mit einer Geschichte, der auch eben seine, sag ich mal, Fehler und Macken hat und Dinge, mit denen er klarkommen muss, aber irgendwie auf eine sehr schöne und ruhige Art und Weise irgendwie auch. Also ich mochte es gerne, ich habe es gerne gelesen. Es war jetzt aber trotzdem nicht mein Lieblingsbuch von Nicolas Hotel. Irgendwie ist mir dazu einfach so ein bisschen zu wenig passiert. So gefühlsmäßig, keine Ahnung. Aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und kann es trotzdem auf jeden Fall empfehlen. Das war jetzt kein Buch, wo ich sage, okay, das muss man nicht lesen. Ja, so viel dazu. Falls ihr es gelesen habt, dann sagt mir gerne mal Bescheid, wie es euch gefallen hat. Dann machen wir mit einem zweiten Teil von einer sehr gehypten deutschen Romance-Autorin weiter. Und zwar spreche ich von Fragile Heart von Mona Kasten. Dieses Buch landete ganz unerwartet bei mir im Briefkasten tatsächlich, weil ich es mir gar nicht bestellt habe. Ich habe es auch nicht angefragt, weil ich nach dem ersten Teil irgendwie nicht so ganz wusste, möchte ich weiterlesen. Beziehungsweise ich wollte eigentlich weiterlesen, weil mir der erste wirklich gut gefallen hat. Also wirklich ein gutes Buch. Und aber irgendwie war es dann irgendwie jetzt gerade nicht mehr so eine Priorität. Jetzt kam es aber doch an und dann dachte ich mir, gut, dann lese ich es eben doch. Und ich muss sagen, es hat mir auch hier wieder gut gefallen. Im ersten Teil geht es ja schon um die gleichen Protagonisten. Wie hießen die? Rosie und Adam? Adam, ja. Ich habe das wirklich gerade erst beendet und ich kannte jetzt schon nicht mehr den Namen. Also es geht um Rosie und Adam, die ja im ersten Teil zusammenfinden, sag ich mal, sich kennenlernen. Er ist Schlagzeuger einer berühmten Band und sie hat eine kleine Talkshow, sag ich mal, die immer größer wird, die Rosie Heart Show. Also sie hat sich da wirklich so ein bisschen was aufgebaut und wird da immer erfolgreicher. Und die beiden treffen so das erste Mal aufeinander, als die Band in ihre Talkshow kommt. Dann gibt es aber einen Vorfall, der sehr, sehr, sehr schlechtes Licht auf sie wirkt und dann beginnt ein Riesenshitstorm und so weiter. Die beiden lernen sich dadurch irgendwie einfach besser kennen und in diesem Buch geht es einfach mit der Geschichte weiter, sag ich mal. Ich bin nicht der größte Fan davon, wenn man New Adult rein splittet, weil ich mir oft denke, man könnte die Geschichte auch wirklich in einem Buch erzählen. Ich finde aber, bei dieser Dilogie hat es ganz gut funktioniert. Auch dieses Buch, ich mochte es sehr gerne. Ich mag den Schreibstil von Mona Kasten in dieser Reihe wirklich wieder sehr, sehr angenehm. Auch wenn eigentlich gar nicht so mega viel passiert, so von Abwechslung her und so weiter, geht es hier wirklich eher darum, dass die Charaktere
in dieser Dialogie wirklich eine ganz, ganz, ganz große Wandlung irgendwie auch durchmachen, dass sie mit sich selbst klarkommen müssen, dass sie damit lernen müssen, im Rampenlicht zu stehen, dass sie damit lernen müssen, eben wirklich von vielen, vielen anderen Menschen auf der Welt eben beurteilt und verurteilt zu werden, mit ihren eigenen Dämonen, sag ich mal, klarzukommen. Und ja, so gibt es ganz verschiedene Baustellen bei beiden von ihnen. Und ich fand, es war wirklich, wirklich sehr schön umgesetzt, wie man eben an diesem Problem arbeitet, wie man damit umgeht. Und es war wirklich irgendwie so, dass ich dachte, auch wenn ich mit den Themen selbst nicht wirklich so in Berührung bisher gekommen bin, sag ich mal persönlich, habe ich das Gefühl, dass das hier wirklich eine gesunde Art und Weise ist, wie man mit diesen Themen umgeht. Nichts wurde irgendwie verharmlost, nichts wurde als leicht dargestellt, sondern jedes Thema hat wirklich Aufmerksamkeit bekommen und wurde wirklich auch angesprochen. Und ich denke, das ist gerade bei so Mental Health-Themen auch immer sehr wichtig, dass das nicht einfach so hingenommen wird, sondern dass man damit eben auch offen umgeht, aber eben auch wirklich, dass man eben auch für sich Sachen selbst lösen muss, dass es Zeit braucht. Und das fand ich wirklich sehr gut gemacht. Also ich verstehe, warum die Reihe so unglaublich viele lieben. Ich finde, sie war wirklich auch gut. Es war jetzt einfach nicht so eine Reihe, die für mich persönlich Highlight-Potenzial hat. Aber das ist einfach, wie gesagt, total Geschmackssache. Wie ihr gehört habt, ich habe nicht viel an der Reihe irgendwie auszusetzen oder zu kritisieren. Objektiv fand ich wirklich, war es ein gutes Buch. Es hat mir Spaß gemacht zu lesen, es war nicht irgendwie langweilig. Ja, von daher kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Sehr, sehr schönes Buch, auch unglaublich schön, wie hier, finde ich, so das reingedruckt ist. Es ist einfach auch schön aufgemacht. Und ja, so viel also zu dieser Reihe. Wieder eine Dialogie beendet, noch in diesem Jahr. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Drei Bücher haben wir noch übrig. Das eine ist von Michelle Obama, Das Licht in uns. Ich bin ja eine, die Becoming von ihr noch nicht gelesen hat, obwohl ich das Buch wirklich schon seit 2 Jahren hier stehen habe. Und ich habe es mir tatsächlich nur ausgeliehen von jemandem. Ich glaube, das sollte ich langsam mal zurückgeben, weil ich glaube, ich werde es gerade einfach nicht mehr lesen. Jetzt kam aber das Neue raus. Halt finden in unsicheren Zeiten. Das hier ist im Gegensatz zu dem ersten Buch von ihr eher eine Art Ratgeber. Und ich finde, es war wirklich gut zu lesen. Ich bin ja aktuell nicht mehr so der größte Fan von Ratgebern, einfach weil ich das Gefühl habe, es bringt mir in den wenigsten Fällen wirklich was für mein Leben. Auch wenn ich mit diesen Dingen, die da drinstehen, irgendwie total mitgehen kann, wenn ich denke, okay, das ist mega interessant, das müsste ich umsetzen, fehlt es mir dann wirklich irgendwie an den Dingen, dass ich es dann wirklich mit aus dem Buch ins Leben nehmen kann und dann wirklich auch daran arbeite. Ich brauchte irgendwie entweder mehr hilfreiche Tipps oder ich weiß gar nicht genau, was ich brauche. Vielleicht ist es auch einfach so ein Phänomen, dass Ratgeber gerne gelesen werden, aber ob sie dann wirklich etwas bringen, weiß ich nicht. Aber hier hat es mich wirklich einfach interessiert, weil es eben um Michelle Obama geht. Ich finde, es macht doch immer wirklich einen Unterschied, wer ein Ratgeber schreibt. Wenn das jetzt ein Buch wäre von jemandem, den man nicht kennt, hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft und hätte ich es nicht gelesen. Einfach weil gefühlt kann jeder einen Ratgeber schreiben und gefühlt steht auch in jedem zweiten ziemlich das Ähnliche drin, sag ich mal, wenn es jetzt nicht irgendwie speziell auf ein Thema irgendwie fokussiert ist. Auf jeden Fall gibt uns hier Michelle Obama verschiedene Werkzeuge mit an die Hand, wie man eben in unsicheren Zeiten so durch das Leben kommt. Und was ich einfach schön an dem Buch fand, dass sie eben sehr viel Persönliches von sich offenbart, sehr viel Öffentliches, sehr viel Privates eben auch anspricht, dass sie von ihrer Familie erzählt, dass sie von ihren Kindern erzählt. Gerade das Kapitel über ihre eigene Mutter hat mir sehr gut gefallen, wie sich das oder wie ihre Erziehung sich auch wieder auf sie als Mutter, sag ich mal, ausgewirkt hat, wie sie damit umgegangen ist und wie sie einfach in diesen Jahren, wo auch also Barack Obama wirklich an der Macht war, was sich da alles entwickelt hat, was sich verändert hat, was das für sie als Frau und Ehefrau eben auch bedeutet hat. Und ich fand es wirklich gut. Also ich habe es gerne gelesen, habe mir auch ein paar Dinge hier markiert. Ja, es ist einfach wirklich ein schönes Buch. Ich kann verstehen, dass es sehr viele mögen und für einen Ratgeber auch wirklich sehr interessant. Ich finde zwar eine gute Mischung von Themen und wie gesagt mag ich das ja einfach, dass es hier Erzählung und Ratgeber so in einem ist und nicht nur tu dies, tu das, sondern eben auch wirklich einfach, ja, wie sie es selbst erlebt hat. Das mochte ich sehr gerne und kann ich also empfehlen, falls ihr gerne Ratgeber lest, dann ist das hier wirklich ein gutes Buch. Das vorletzte Buch, das ist nochmal ein englisches Romance-Buch und das ist auch echt eine Reihe, die mich jetzt gerade so ein bisschen gecatcht hat. Das ist der zweite Teil. Ich habe den ersten Teil nicht zuerst gelesen, weil mich der zweite irgendwie mehr angesprochen hat und mir wurde gesagt, man muss den ersten nicht gelesen haben. Vielleicht werde ich das tatsächlich noch nachholen. Ich glaube, das macht nichts. Es geht immer um unterschiedliche Protagonisten und um unterschiedliche Brüder, soweit ich weiß. Auf jeden Fall spreche ich von Heartless. Das ist der zweite Teil, wie gesagt. In diesem Buch geht es um Kate und Willa. Kate ist
ist 13 Jahre älter als sie. Also falls ihr Age Gap überhaupt nicht leiden könnt, dann lasst die Finger von diesem Buch. Aber ich finde, das spielt hier gar nicht mal so eine große Rolle. Kate ist alleinerziehender Vater und er wohnt auf einer Ranch mit seinem Sohn eben und Pferden und so weiter, so richtig in der Idylle und hat seine ganze Familie da in der Nähe. Nicht im gleichen Haus, aber in der Nähe. Und er sucht eben eine Nanny, die auf seinen Sohn aufpassen kann. Er sucht eine Frau, die mit ihm ganz normal umgeht, die nicht dort irgendwie beginnen möchte, um sich an ihn selbst dran machen zu können. Und einfach jemand Nettes, Offenes, keine Ahnung. Aber das findet er wirklich überhaupt nicht. Irgendwie greift er immer zu den... Also irgendwie kommen alle die, die zu den Vorstellungsgesprächen sind, sind einfach nicht die richtigen. Und er hat einfach kein gutes Gefühl, da wirklich seinen Sohn so in diese Hände zu geben. Und dann taucht Willa auf. Die beiden haben schon vor dem Vorstellungsgespräch, sag ich mal, eine etwas außergewöhnliche Begegnung im Coffeeshop. Und sie steht jetzt plötzlich da. Sie ist übrigens die beste Freundin von dem... von der Freundin, von dem Typ aus dem ersten Teil. Also von seinem Bruder, die Freundin, ist sie die beste Freundin. Ich glaube, ihr habt jetzt verstanden, was ich meine. Ich hoffe es. Und so empfiehlt eben, ich glaube, Summer hieß die Freundin, Willa an ihn. Und er denkt, okay, er hat irgendwie keine andere Wahl, lass sie mal kommen und so weiter. Und plötzlich steht sie da und er traut seinen Augen nicht. Denn wie gesagt, die beiden kennen sich schon ein bisschen. Und so kommt es aber eben wirklich dazu, dass er Willa anheuert, dass sie bleiben darf. Und was ich an dem Buch so unglaublich schön fand, ist wirklich diese Beziehung zu dem Jungen. Ich bin... immer skeptisch, wenn es irgendwie eine Geschichte ist, wo jemand schon ein Kind hat oder wo jemand ein Kind bekommt, weil ich oft das Gefühl habe, entweder das Kind spielt eine viel zu kleine Rolle oder das Kind wird irgendwie so ein bisschen abgeschoben, dass es dann doch nicht richtig Teil der Geschichte ist oder es ist irgendwie so, dass es dann so ein Riesenstreitthema wird. Und das war alles in diesem Buch einfach überhaupt nicht der Fall. Der Sohn ist Teil seines Lebens, er liebt seinen Sohn und Willa, ab dem ersten Moment hat sie wirklich so ein gutes Bond zu diesem Jungen. Die beiden verstehen sich super, sie nimmt ihn total ernst, er schaut irgendwie auch zu ihr auf, sieht da so ein bisschen eine Mutterrolle auch und das war... Einfach nur schön, wirklich. Richtig, richtig schön. Und ich glaube, deshalb mag ich zurzeit so New, also so Adult Romance auch deutlich mehr, weil ich das Gefühl habe, die Charaktere sind da einfach schon so ein bisschen, ja, erwachsener einfach. Keine Ahnung. Ich finde das total erfrischend zurzeit und ich mochte es so unglaublich gerne. Es ist auch hier wieder Small Town, also Kleinstadt, jeder kennt irgendwie jeden und jeder unterstützt jeden. Und hier ist es einfach so ein bisschen so eine Enemies-to-Lover-Story, sag ich mal, wenn jetzt auch nicht wirklich Enemies. Aber die beiden kappeln sich immer so ein bisschen zwischenzeitlich, also das hier ist spicy, kann ich sagen. Zwischenzeitlich war es mir ein touch too much, weil ich finde, wenn erstmal so der Damm gebrochen ist, dann kommt es eine Zeit lang zu oft. Aber bei diesem Buch kann ich darüber hinwegsehen. Es hat mich jetzt nicht mega gestört. Es wurde dann auch wieder anders. Aber ja, also wirklich ein sehr, sehr tolles Buch. Der erscheint nächstes Jahr auch der dritte Teil. Da ist noch kein offizielles Cover draußen, aber das werde ich mir, glaube ich, auch zulegen. Ja, sehr zu empfehlen. Gibt es leider auch noch nicht auf Deutsch. Und das letzte Buch für heute ist Lore Olympus, der dritte Teil. Vielleicht habt ihr auf Insta gesehen, dass ich von dem dritten Teil etwas... ja, nicht enttäuscht, aber eher mäßig begeistert von war. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, beziehungsweise doch, ich weiß eigentlich schon, woran es liegt. Die ersten zwei Teile fand ich immer irgendwie noch spannend und da ist super viel passiert. Und im dritten Teil hatte ich jetzt das erste Mal das Gefühl, dass es sich einfach ein bisschen zieht und dass so viel oft wiederholt wird, dass ich Dinge gefühlt schon mal gelesen habe, wo ich denke, okay, kann sich die Geschichte jetzt mal ein bisschen vorwärts bewegen, kann etwas passieren. Ich weiß, dass jetzt auf jeden Fall... nächstes Jahr ein vierter Teil noch auf Englisch erscheint und das ist ja auch eine Webtoon-Reihe, sag ich mal, wo anscheinend jede Woche neue Kapitel irgendwie veröffentlicht werden, keine Ahnung. Und ich habe halt keinen Plan, wie lange das noch gehen soll. Also ob das jetzt eine Reihe ist, die, sag ich mal, noch 10 Bände bekommt, ob das einfach so eine Never-Ending-Story ist oder ob das jetzt, sag ich mal, nach dem vierten Teil irgendwann abgeschlossen ist, weil ich finde, irgendwann reicht es dann halt auch, ne? Und das sind ja wirklich auch Bücher, die jetzt nicht günstig sind. Das ist das Englische. Das habe ich, glaube ich, eben für 14 Euro oder so gekauft. Und die Deutschen, die kosten ja, glaube ich, auch 20, 22, weil es auch Hardcover sind. Und wenn es dann wirklich so immer mehr, dann finde ich das irgendwann, da höre ich dann lieber auf. Also das finde ich, ich weiß nicht. Ich habe gerne so ein Ende von der Reihe im Blick und nicht so, ihr wisst, was ich meine. Ja, hier finde ich, ab der Hälfte wurde es wieder besser. Also es war so ein Auf und Ab und insgesamt finde ich die Geschichte immer noch gut,
Aber so die erste Hälfte war echt so, wo ich mir dachte, ich weiß auch nicht, hat mich etwas gelangweilt. Ja, aber mal gucken, ob ich den vierten Teil noch weiterlese. Muss ich mal schauen, wie mich das dann gerade begeistert, wenn der vierte Teil erscheint. Ja, mal sehen. Das war auf jeden Fall das letzte Buch aus meinem Lesemonat Dezember. Ihr seht also, es war wirklich eine bunte Mischung aus sehr, sehr, sehr guten Büchern. Gerade im Romance-Bereich, muss ich sagen, ist meine Black Friday-Bestellung wirklich bisher sehr, sehr, sehr gut ausgefallen. Ich freue mich total und ich habe auch noch viel mehr. Ich habe mir, glaube ich, an diesem Black Friday-Wochenende 15 Bücher oder so geholt. Ich habe echt aber auch lange darauf gewartet, dass dieser Tag kommt. Ich sage, ich habe nicht viel gespart, weil ich mir deutlich mehr erhofft habe von diesem Tag. Aber was soll's, ich habe trotzdem auf diesen Tag gewartet und habe mir deshalb auch an diesem Tag bestellt. Jetzt bin ich da so ein bisschen am Abarbeiten, bin aber wirklich super, super happy und ja, bin gespannt, was der Januar alles so mit sich bringt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich, macht's gut und bis dann. Tschüss.